Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind hier in der Yunnan-Region unterwegs und da erkunden wir jetzt noch ein bisschen was. Es gibt noch viel zu tun. Also, wenn wir die Türmchen hier erkundet haben zum Beispiel. Auch dort gibt es viel und dort sollte es zum... Keine Ahnung, wo es denn geht. Ja, wir werden es jedenfalls sehen. So, jetzt gucken wir erstmal wegen den Notizen. Wir brauchen noch diese Autoteile. So, dann gucken wir mal. Das erste Teil sollte irgendwo hier rumstehen, denke ich mal. Kann der eigentlich mehrere Sachen markieren? Nein, kann ich nicht. Gut, dann eben erstmal dort hinten. So, Chocobo. So. Gut, die stehen da jetzt immer noch rum. Aber gibt es hier eigentlich irgendwie Kisten oder sowas? Ja genau, plötzlich fliehen sie nicht mehr, die Chocobos, alles klar. Aber wie, ich will einen fangen. Dann sind sie verstört, wenn sie mich sehen. Na gut, Kisten gibt es jedenfalls nicht. Dann gucken wir mal, wo dieses eine Autoteil oder Ersatzteil, was wir immer wieder suchen, ist. Da haben wir schon eine Witterung. Ausgegrabenes Holz. Das brauchen wir also, okay. Ich weiß nicht, warum wir Holz brauchen, um ein Auto zu reparieren, aber gut. Ah, da sind Häschen. Da gibt es hier irgendwo einen Schatz vergraben. Was haben die Häschen vergraben? Ein Rubin, alles klar. Gut. Danke, Häschen. So, dann die Notiz. Das zweite Ding sollte... Ja, irgendwo hier vielleicht sein. Ja. Gucken wir mal. So, da fliegt schon mal was rum. Ah, da haben wir schon die Witterung. Sehr schön. So, in diese Richtung. Ah. Wieder Holz. Gut, und das dritte war ja irgend... Ja, eigentlich dort. Denke ich mal. Ah. Wer wagt es? So, erstmal analysieren. Bin mal so frei. So, Dornenwurz. Wirksam Eis. Genau so. Aufgepasst. Das passable Ergebnis. So, die sind erledigt. So, dann mal. Armselig. Zu euch. Nichts überstürzt. Komm schon. Genau her. Und ab mit dir, kannst du übernehmen? Ich übernehme. So, erstmal Analyse. Sturmgreif. Wirksam ist Wind. Ich zähle auf dich. Bin ich jetzt dran? So, Alice, du hast Aeroa Alpha. Schon alles.
Gut, TP-Boost ist aufgestiegen. Jetzt das sein. Also hier ist eigentlich der Punkt, den ich markiert habe. Da ist aber nichts. So, da ist eine Treppe. Na? Nee, nur irgendein geiles Ding. So, da haben wir schon die Witterung. Dort vorne. Flieg! Ja. Nichts überstürzt. Ich leg los! Los! Na! Komm! Hier ist Wasser! Ab mit dir! Das hat geklappt. So, erledigt. Und da hätten wir das dritte Teil. Gut, dann haben wir alles für den Wagenbauer. So, kann man hier noch rein? Ist da irgendwas? Ah, sieht nicht so aus. Gut, dann. Ja, porten wir uns mal direkt hin zum Wagenbauer. So, mal gucken, ob er jetzt aufstehen möchte, nachdem wir das Material haben. Nee, der ratzt immer noch. Wir sind wieder da! Ja, wir haben die Teile. Mach was draus. Oh, da habt ihr euch ja ins Zeug gelegt. Könnt mich übrigens Freddy nennen. Was wollt ihr denn nochmal von mir? Wir fragen erst mal ein bisschen über ihn. Was machst du hier? Für euch sieht's vermutlich so aus, als würde ich gar nichts tun. Hänge in Gedanken dem letzten Krieg nach. Ihr müsst wissen, das hier diente früher als Bunker vor Luftangriffen. Unzählige Menschen verloren damals ihr Leben. Ich hab's zwar überlebt, muss aber jeden Tag an die denken, die nicht so viel Glück hatten. Dann erzähl mal was über den Gabe. Der gute alte Gabe und ich haben zusammen im Krieg gekämpft. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Knabe war damals einer der besten Reiter der Chocobo-Kavallerie. Wir sind zu zweit durch die Berge geschlichen und haben die Shinra-Kerle mit Angriffen aus dem Hinterhalt überrascht. Glaubt mir, wir sind dem Tod oft nur um Haaresbreite entkommen. Wir haben unsere Pflicht damals mehr als erfüllt. Alles, was wir beide jetzt noch wollen, ist, den Rest unseres Lebens in Ruhe und Frieden zu verbringen. Shinra und die Republik schenkten sich damals nichts. Die ganzen Kriegsruinen werden euch ja wohl nicht entgangen sein, oder? Ich bin damals für die Republik in die Schlacht gezogen. Doch wir wurden vernichtend geschlagen. Ihr seht ja, selbst die, die mit dem Leben davongekommen sind, haben sich nie von diesem Gräuel erholt. Ja, schlimm sowas. Na gut, dann wegen den Ersatzteilen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Wartet kurz. Hier, fertig. So gute Qualität gibt's nur bei mir. Na los, nehmt schon.
Keine falsche Bescheidenheit. Gabe wäre sicherlich überglücklich, wenn Sie noch mehr davon anfertigen würden. Na, ich weiß ja nicht. Und außerdem habe ich viel zu viel zu tun. Ihr habt doch jetzt, was ihr braucht, hm? Also macht euch schon vom Acker. Okay. Na los, haut schon ab. Habt doch sicherlich Besseres zu tun, als mit einem alten Knacker wie mir abzuhängen. Gut. Wir haben, was wir brauchen, dann gehen wir mal wieder. So. Ja, dann porten wir einfach mal dorthin und geben ihm das Zeug. So, aber erst das Gemüse. So, da sind wir wieder. Hier, für Sie. Freddy hat sich richtig ins Zeug gelegt. Zeig mal her. Nur, wenn Sie den Karren auch wirklich reparieren und sich ab jetzt ordentlich um die Chocobos kümmern. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Gut, du hast mein Wort. Wunderbar. Na, dann können Sie jetzt gleich loslegen. Fertig. Mensch, das ist ja ein kleines Meisterwerk geworden. Dem alten Freddy kann wirklich keiner das Wasser reichen. Was für ein prächtiger Karren. Muss euch wirklich danken. Jetzt kann ich jederzeit wieder durchstarten. Das ist großartig. Doch bevor wir weiterziehen, habe ich noch eine Frage. Hätten Sie die Chocobos einfach hier verwildern lassen, wenn wir nicht zufällig vorbeigekommen wären? Vermutlich. Verstehe. Aber bei einem Gegner wie Shinra durchaus verständlich. Viele haben Angst, was ihnen für Konsequenzen drohen, wenn sie sich den Mächtigen widersetzen. Unsinn. Als würde ich mir wegen denen in die Hose machen. Aber warum haben sie dann aufgehört zu arbeiten? Tja, also, der Karren ist kaputt gegangen. Und den zu reparieren, da muss man ja erst die Teile beschaffen und dann... Ach... Das war mir einfach alles viel zu aufwendig. Zu aufwendig, ja? Schon gut, schon gut. Ich geb's ja zu, hab mich schlecht um meinen Laden gekümmert. Aber ab jetzt hänge ich mich mehr rein. Versprochen. Werd immer ein paar Ersatzteile auf Lager haben. Und mich auch ordentlich um meine Chocobos kümmern. Hast du das gehört? Wir haben also einen Zeugen. Dich sollte man sich besser nicht zum Feind machen. Pass bloß auf. So, Reisen per Chocobo-Kutsche. In den Graslanden und der Junon-Region kannst du den Schnellreisedienst der Chocobo-Kutsche in Anspruch nehmen. Sprich dazu mit den zuständigen Mitarbeitern der ortsansässigen Chocobo-Farm. Reif der Königin, hui. So, das heißt, wir können jetzt zwischen den Regionen hin und her fahren. Hab gehört, dass Gabe wieder im Geschäft ist. Da gab's kein Halten mehr. Für lange Reisen gibt's nichts Besseres als Chocobo-Kutschen. Natürlich nur die von Gabe. So, zu den Graslanden können wir jetzt fahren für 300 Gil. Oder hier bleiben. Und wir bleiben natürlich hier. Bis zum nächsten Mal. Gut, dann ist es eine Kutsche. Ich dachte, das wäre ein Auto, deswegen auch das Holz. Aber gut. So, wir haben noch einen... Ring bekommen. Reif der Königin. Viel Verteidigung. Also physische. Ich glaube, den geben wir mal dem Barrett, wenn er den brauchen kann. 2211. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, definitiv. So. Mal kurz hier wegen der Materia gucken. So. Blut und Frost haben wir. Ach, das andere haben wir noch gar nicht mit Luft und Gewitter. Ich glaube, das müssen wir erst noch ein bisschen was für den Chatley machen. So, aber dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal hier um, denn da gibt es noch viel zu erkunden.
So, Chocobo. Los geht's. Na, nee, hier rum. Ach, passt schon, was nicht mit dem Inventar. So, Synthese. Kann man denn irgendwas herstellen? Den Supertrank zum Beispiel. So, den haben wir jetzt auch. Dann ein Super Spray. Was macht das denn genau? Halt 700 TP bei allen Gefährten. Gut. Das kann man nicht machen. Das auch nicht. Hey, cool. Kissen können wir jetzt auch herstellen. Dafür brauchen wir Salbei und Majoran. Warum auch immer. So, das können wir nicht machen. Das auch nicht. Den Seelenohrring können wir herstellen. So, dann hier. Das haben wir schon alles gemacht. Ja, und das brauchen wir auch nicht. Gut. Naja, wieder ein bisschen was hergestellt. Oh, was zum Ausgraben? Ach, das sind Häschen. Das will man die armen Häschen bestehlen, unfassbar. So. Playarts Action Modell Auslöscher. Was bist du denn? Was ist das? Sammlerstück. Eine exakte Nachbildung einer verheerenden Maschine aus Shinras Abteilung für Waffenentwicklung. Aha. Das ist eine Protosubstanz. Warum auch immer das so komisch aussieht. Ja, keine Ahnung, was das Ding bringt. Wir werden es ja bestimmt herausfinden. Das sind wieder kleine Viecher. Wer wagt es? So, Neros Ferox, was bist du? Gut, ich kann es gerade nicht genau entziffern. Das Ding sieht gerade irgendwie lustig aus, wie es so umherspringt. Aber die sind alle gegen Eis anfällig. So, was genau bist du? Ach, so ein kleiner Mini-Raptor, okay. So, wo ist denn der nächste Turm eigentlich? Ja. Der Funkturm wartet auf uns. Ich zähle auf dich. Bin ich jetzt dran? Los! Los geht es, nicht bleiben! Und los! So, machen wir das Gebet. Ein bisschen Heilung ist nie verkehrt. Los. Wollen wir? Perfekt! Und los! Das war knapp. Entschuldige, es muss sein. Tschüss. Flieg!
Los, lass nicht leiden! Ich muss alles aus mir heraus, das war's dann! Gut, das hätten wir erledigt. Dann aktivieren wir mal diesen Funkturm hier. So, da. Das hat jetzt echt nur eine Kampfmission gebracht. Okay. Das ist ja ein bisschen wenig. Na gut, gucken wir uns diese Kampfmission nochmal an. Bist du die Kampfmission, du riesiger Vogel hier? Ab hier ist Vorsicht geboten. Seltene Tona, du Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Während dieser Jahreszeit durchqueren die Tonandus die Junon-Region, um einen Brutplatz zu finden. Sie bauen ihre Nester weit ab von menschlichen Siedlungen und ziehen dort auch ihre Jungen groß. Die Aufgabe der männlichen Tonandus ist unter anderem die Nahrungssuche. Um Futter für ihre stets hungrigen Jungen zu beschaffen, begeben sie sich jedoch auch in die Nähe von menschlichen Behausungen und schrecken selbst vor Angriffen nicht zurück. Wegen Junons Ausbau durch Shinra verloren sie einen Großteil ihres Lebensraums, weshalb sich die Attacken in letzter Zeit häufen. Um nicht als Mitbringsel für die Küken zu enden, ist bei der Datenerhebung Vorsicht geboten. Gut, wir müssen Schock anfällig machen und schrocken und dann natürlich auch in der Zeit erledigen. So, dann müssen wir erstmal analysieren und zu so gucken, was das Ding überhaupt drauf hat. Nur kein Überm. So, wirksam ist Wind. Gut, wenn du diesem Ungeheuer eine bestimmte Menge Schaden zufügst, greift es mit Beutesturz an. Weich diesen brutalen Angriff aus, um es schockanfällig zu machen. Dann übernimm. Komm schon! Warte! Ab mit dir! Flieg! Machen wir mal das Chronofeld. Erstmal beten. Los, gib mir alles. Gut, erstmal Heilung für Els. Alles dreht sich. So, heilender Wind. Ja, okay, wir haben es jetzt geschockt, wir müssen es eigentlich schockanfällig machen. Das ist irgendwie ungünstig. Mach du mal. Ja, Flammenblitz. Und Red, du machst mal den Sternenstaubstrahl. So, Blütensturm. Bitte,
So, komm schon. Mach deinen Sturz. Gut, glaub, muss man erstmal wieder heilen. Ah, das Limit. Segen des Planeten. Macht die Gruppe durch ein Gebet zum Planeten vorübergehend immun gegen physischen Schaden. Keiner darf euch ein Leid antun. Alles klar. Mach doch mal deinen Beuteflug, Mensch. Lästiges Ding. Krummfeld. Was können wir eigentlich beschwören? Shiva, Ramo, Ifrit. Ja gut, brauchen wir gerade eigentlich nicht. So, windige Verkettung. Das hat ja nicht so funktioniert. Gut, das Ding in der Zeit erledigen ist kein Problem. Nur das Ding schockanfällig zu machen ist ein bisschen, naja, schwieriger. Seltene Tona, du Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Während dieser Jahreszeit... Nicht übertreiben. Ich So, heiliger Magiekreis. So, probieren wir es doch mal aus mit Zimmer Aero. So. Wird nicht lange das war's. So, Plasma-Entladung. Und Schallwellen. So, erledigt. Das war ein exzellenter Kampf. Auf so einen Sieg kann man sich echt was einbilden. Gut. So, das haben wir auch erledigt. Und auch analysiert, sehr wichtig. So, dann würde ich eigentlich... Nee, da kommen wir sowieso automatisch, wenn wir hier entlang gehen hin. Ja, gehen wir mal dahin. Mhm. So, das kann man alles mitnehmen. Sieht so aus, als wäre hier irgendein großes Viech mal drin. Komm ich hier wieder hoch? Ja. Haben wir den schon? Ja, das ist der Turm. So, da sehe ich eine Kiste.
So, Shinra-Baustelle, da gibt es drei Kisten. Eine haben wir schon mal. Und das Nummer zwei. Und hier haben wir auch schon Nummer drei. Gut, wo gehen wir denn da hin? Na gut, dann erstmal hier entlang, würde ich sagen. Ich hab das Mitleid. Hier ist jetzt Schluss. Finis. Der Feind ist geschwächt. Das passables Ergebnis. Das ging fix. Eine blaue Materie. Was haben wir denn da Schönes? Materialismus. So, sonst gibt's da nichts. Dann zurück zum Weg. So. Da ist ein Chocobo. Ja gut, den können wir eigentlich noch eben verfolgen. Ach, da hinten, okay. Gut, dann stellen wir mal das Schild hier auf. Und einmal streicheln. So. Gut, ja, wir haben fast kein MP mehr. Dann einmal hinsetzen. Und dafür brauchen wir natürlich ein flauschiges Kissen, weil sonst will er sich nicht hinsetzen. So. Gut, wieder alles fit. Ja, er freut sich auch. Zack. So, einmal gespeichert. Und in der nächsten Folge erkunden wir dann das Gebiet noch weiter. Haben wir noch hier eine Quest und noch ein Türmchen und noch zwei Türme. Okay, ja, ist noch ein bisschen mehr. Gut, damit danke ich mich mal wieder fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Beantworte mir folgende Frage. Wo finde ich Sephiroth? Du meinst den Soldaten? Sollte ich diesen Ungeheuern etwa gleichen? Bin ich am Ende kein Mensch? Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Eine Arma? Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.